Die Liga ist bald zu Ende und bald kommt Patch 3.14, das heißt eine neue Liga. Alle fangen wieder von Null an und ich zeige euch heute ein paar Tipps, wie ihr einfach schneller durchkommt, wie euch das Spielen auf jeden Fall mehr Spaß macht und wie ihr viel zielorientierter in Richtung Atlas und Maps gehen könnt. Let's go! Okay, Leute. Als allererstes muss ich sagen, habt Spaß beim Spielen. Wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr lieber langsam spielt, wenn ihr alles aufsammelt, alles mal entdecken wollt, ist das okay, dann macht das gerne. Ich will euch nicht davon abhalten. Wenn ihr allerdings schnell Richtung Maps kommen wollt und schnell Geld verdienen wollt und vielleicht die Kampagne, die Storyline in 5 bis 6 Stunden durchhaben wollt, dann habe ich ein paar Tipps für euch. Ich hoffe, dass wir euch helfen werden und ich würde sagen, wir fangen mal an. Warum sollten wir denn überhaupt schnell leveln? Ganz einfach, stellt euch das wie eine Art Rennen vor und derjenige, der als erstes bei den Maps angekommen ist, kann besseren Loot sammeln, schneller sein Zeug verkaufen, die Preise für die Sachen, für gute Sachen, extrem hoch am Anfang der Liga. Von daher lohnt es sich, sich da ein bisschen zu beeilen, sich ein bisschen ranzuhalten und deswegen habe ich ein paar Tipps jetzt für euch. Ich würde mal anfangen, Punkt Nummer 1. Sucht euch wirklich einen guten Build raus. Ihr könnt spielen, was ihr wollt. Es gibt sehr, sehr viele Starter-Guides auf YouTube. Einfach mal Starter-Guide PoE 3.14 eingeben. Da werdet ihr ein paar Sachen finden. Ich werde wahrscheinlich Bladefall, Blade Blast spielen. Aber ihr könnt natürlich auch... Es gibt tonnenweise Builds. Ich kann euch sehr, sehr ans Herz legen, Summoner zu spielen. Wer also Carrion Golem spielen will, kann das gerne machen. Ein super Starter-Build. Am besten eignet sich natürlich, wenn ihr 2 Bildschirme habt. Wenn ihr anfangt, auf dem normalen Bildschirm, auf eurem Mainscreen, habt ihr PoE laufen, logisch. Auf dem anderen habt ihr zum Beispiel euren Path of Building oder, falls ihr nicht wisst, was das ist, Path of Building ist ein Programm, wo ihr euren Bild hochladen könnt, wo ihr den mit anderen Leuten teilen könnt. Die sehen dann genau, wann hat er was gelevelt, wo muss ich hinleveln, was hat er für Gems, was hat er für Items. Und die meisten Build-Guides auf YouTube haben so einen Path of Building-Link. Das ist aber eine andere Geschichte, da schaut ihr einfach mal auf YouTube, wie ihr das installiert am besten. Habt auf jeden Fall euren Skill-Tree auf dem anderen Bildschirm, falls ihr 2 Bildschirme habt. Ansonsten auch so einfach vielleicht Alt-Tab drücken und euch einprägen, vor allem, was ihr skillen müsst, wohin ihr skillen müsst, dass ihr nicht immer wieder raustappen müsst und gucken nach jedem Skillpunkt, wo muss ich denn hinskillen und was muss ich denn überhaupt machen. So, dass ihr euch nicht allzu lange aufhaltet mit raussuchen, wo muss ich jetzt hinskillen oder am besten noch, ihr überlegt euch, ja, nehme ich das. Nein, sucht euch wirklich schon den Skilltree raus und macht vielleicht einen Screenshot davon oder habt den Path of Building, wie gesagt, offen, um einfach schnell zu wissen, wohin ihr müsst. Natürlich empfiehlt es sich, das Ganze schon mal getestet zu haben am Ende einer Liga, für die neue Liga schon mal getestet zu haben, wie spiele ich diesen Guide oder diesen Build am besten hoch, was nehme ich für Skills zum Leveln, was brauche ich für Endgame-Gear und all diese Sachen. Wenn ihr das schon mal getestet habt, werdet ihr merken, dass es auf jeden Fall viel schneller geht, dass ihr genau wisst, was ihr macht, wo ihr hin müsst und was zu tun ist. Des Weiteren ist es natürlich nützlich, wenn ihr das alles schon mal geübt habt, wisst ihr, was brauche ich denn wann für Sockel in meiner Rüstung. Sage ich jetzt mal, ich spiele jetzt mit Holy Flame Totem, Purifying Flame und Black Cascade. Okay, ich weiß, dass ich mit diesen Skills leveln werde in Großteil meiner Story-Phase. Das heißt, ich brauche so schnell wie möglich einen Blau-Blau-Rot. Schon nach den ersten, schon wenn ich hier durch bin, wenn ich hier das erste Mal vom Twilight-Strand komme, gehe ich die Händler ab und schaue, okay, hat jetzt jemand hier Blau-Blau-Rot anzubieten? Wenn es nicht so ist, nehmt euch das, was am nächsten ist, was vielleicht nur Blau-Rot ist, um einfach schnell durchzukommen. Haltet euch nicht allzu lange dran auf und da werdet ihr sehen, er kommt viel schneller durch, als wenn er wirklich erst euch alles durchlest und gucken müsst, was ihr denn am besten macht. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Schnellleveln, und zwar ist das der Lootfilter. Dafür habe ich euch einen guten Lootfilter rausgesucht. Warum den Lootfilter? Das ist eigentlich relativ simpel und selbsterklärend. Das passt auch gut zu dem Punkt davor. Ihr wollt natürlich nicht alles aufnehmen, nicht alles durchgucken. Ihr wollt wirklich nur das aufnehmen, was wichtig ist. Und natürlich wollt ihr keinen Endgame-Lootfilter haben, wie wir ihn jetzt zum Beispiel benutzen am Ende der Liga, sondern ihr wollt wirklich einen abgestimmten Lootfilter haben, der auf eure Bedürfnisse gebaut wurde. Dafür kann ich euch mal den Lootfilter von Tai-Tai Killer vorstellen. Wer ihn nicht kennt, Tai-Tai Killer ist einer der bekanntesten Speedrunner in PoE. Und ich habe euch mal die Links unten alle in der Beschreibung, by the way. Das ist der Lootfilter, beziehungsweise sind die Lootfilter von Tai-Tai Killer. Gerade für Speedleveln. Er hat hier einen Caster, einen Melee, Slinger, Ranged und Minion Build Lootfilter. Ich habe jetzt den Ranged genommen. Da geht ihr einfach auf Follow, Copy.
Und dann geht ihr auf Submit und dann ist er drin. Hier ist jetzt Ranged und dann alles, was ihr machen müsst, ist einfach entweder das Game neu starten oder auf UI gehen. Und hier ganz unten einfach mal auf Aktualisieren klicken und dann habt ihr hier zum Beispiel den neuen drin. Das ist der neue, das ist der alte und genau, so einfach ist es. Auf jeden Fall einen guten Lootfilter zulegen, denn ihr wollt wirklich bloß die Sachen haben, die wichtig sind. Und ihr wollt nicht jeden Crap aufsammeln. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar will ich euch ans Herz legen, dass ihr eure Quests kennt, dass ihr wisst, was ihr für Quests machen müsst und warum. Und dafür habe ich euch auch wieder einen kleinen Link vorbereitet. Das ist diese Excel-Tabelle, die ich euch zeigen wollte. Ihr seht hier links jede Mission und die roten sind quasi erstmal eigentlich sinnlos. Die würde ich dann im Nachhinein machen und die grünen sind wirklich useful für den Anfang. Das heißt, entweder Passive Points oder zum Beispiel hier Bandit Buffs, also gut, das sollte selbsterklärend sein, dass man die Banditen machen. Aber hier zum Beispiel sowas wie Ringe oder Rare Rings brauchen wir eigentlich nicht am Anfang. Deswegen würde ich euch den Link mal unten in die Beschreibung packen. Finde ich eigentlich ziemlich geil zum Leveln. Da seht ihr, welche Quests ihr machen müsst. Da guckt ihr einfach auf U, und seht hier, okay, Dweller of the Deep, Dirty Job, Dweller of the Deep mache ich wegen dem Passive Point und Dirty Job würde ich jetzt nicht machen, weil ich da bloß Respect Points, also zurücksetzen von Skillpunkten bekommen würde. Der nächste Punkt beschäftigt sich mit einem der wichtigsten Mechaniken im Spiel, und zwar sind das Händlerrezepte, gerade für den Anfang extrem wichtig. Das Problem bei Path of Exile ist, dass es nicht alles erklärt, und das ist auch das Geile an einem Spiel. Das heißt, ihr müsst viele Sachen selber rausfinden, gerade sowas wie Händlerrezepte. Da gibt es wirklich, wirklich coole Sachen. Als Beispiel, ihr habt einen Eisenring und eine Gemme. Ihr seht schon hier, also ich habe einen Eisenring jetzt doch gefunden, und ihr nehmt zum Beispiel eine rote Gemme oder einen roten Gem, würdet ihr einen Feuerresistenzring bekommen. Macht ihr das gleiche mit einer blauen Gem, bekommt ihr den Cold Resistant Ring. Macht ihr das gleiche mit dem grünen, würdet ihr Lightning bekommen. Und so zieht sich das durch ganz PoE. Ihr habt einen haufenweise Rezepte, die gerade von Anfang euch echt einen Vorteil verschaffen können, die euch teilweise sogar bis in viel, viel fortgeschrittenere Akte carryen können. Dafür habe ich einen Link vorbereitet, wer hätte es gedacht. Und ich würde mal mit euch kurz ein paar Rezepte durchgehen, die wichtig sind. Das hier ist die Seite, Gamepedia, an sich auch gut zu empfehlen, wenn ihr mal einen Gem sucht und nicht wisst, wo ihr den bekommt. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Nehmen wir mal zum Beispiel Wirbelsturm. Ihr fragt euch, ich brauche Wirbelsturm. Okay, ich sehe hier in meinem Guide, ich brauche Wirbelsturm. Wo bekomme ich den am besten und wann bekomme ich den? Relativ easy, einfach hier oben mal Wirbelsturm suchen und dann seht ihr, okay, Duelland, alle Klassen bekommen ihn in Akt 3 als Händlerbelohnung. Und so würde ich mir das eventuell sogar vorbereiten an eurer Stelle. Vielleicht mal schauen, was brauche ich denn, was sind meine Main Skills, und dann schreibt ihr euch auf, wo bekomme ich die, welche Quest muss ich dafür machen. Jetzt aber wieder zurück zu den Händlerrezepten. Und zwar gibt es wirklich viele, viele gute Rezepte, die ihr nutzen könnt am Anfang. Maxische Schuhe. Perfekte Übersetzung. Magische Schuhe mit Bewegungsgeschwindigkeit. Ihr wollt natürlich so schnell wie möglich Movement Speed auf euren Schuhen haben. Ihr wollt ja so schnell wie möglich durchkommen. Dafür braucht ihr einfach ein paar normale Schuhe, egal welches Level, eine Quecksilberflasche. Das wäre die hier, die Quicksilver Flask. Und eine Aufwertungssphäre. Genau, die drei Sachen. Und bekommt 10% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ihr das gleiche nochmal macht mit den Schuhen, könnt ihr nochmal 5% mehr kriegen. Und das geht bis zu 15%, glaube ich. Also immer wieder Schuhe rein, eine Quecksilberflasche und eine Aufwertungssphäre für mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Des Weiteren haben wir hier nochmal eine Waffe mit Schaden. Fügt X Schaden zu. Einfach eine x-beliebige Waffe oder eine x-beliebige Waffe, die schon fügt X Schaden drauf hat. Eine Aufwertungssphäre und einmal ein Granitfläschchen oder ein Rubinfläschchen. Oder ein Saphirschläfchen oder ein Fläschchen oder ein Topazfläschchen. Und dann bekommt ihr das. Und je nachdem, was für eine Flasche ihr reinhaut, die Art von Schaden bekommt ihr dann. Das gleiche mit Zauberstäben, Zepter oder Runendolchen, seht ihr schon hier. Rubinring, Topazring, Saphirring und eine Veränderungssphäre bekommt ihr mehr Feuerschaden, mehr Blitzschaden, mehr Kälteschaden. Eines der wichtigsten oder coolsten Sachen, die ich finde, ist hier die Helmverzauberung. Dafür einfach einen magischen Helm, eine Veränderungssphäre und ein Lebensfläschchen mit dem Suffix der Belebung. Und dann bekommt ihr einen Helm mit Plusstufe zu eingefassten Kreaturgemmen. Eine ziemlich coole Sache. Die Seite an sich ist richtig geil. Also ihr habt hier mega viele Sachen auch noch stehen, falls ihr euch dafür interessiert. Zum Beispiel, wie kann man denn einen Gem upleveln, weil zum Beispiel jetzt
ihr habt euer Gear geändert und euch fehlt zum Beispiel Stärke für den Skill, dann tut ihr den Skill einfach um 1 reduzieren mit einer Sphäre der Läuterung oder auf 1 reduzieren mit einer Sphäre der Reue. Genau, also ich will jetzt nicht allzu, ich will nicht alles erklären, aber ihr könnt euch gerne mal ein bisschen durchlesen, finde ich ziemlich coole Sache. Als nächstes kommen wir zu der Crafting Bench. Die habt ihr dann, sobald ihr euer erstes Hideout habt, könnt ihr Sachen auf euer Gear craften. Und da will ich euch mal kurz mal zeigen. Da habt ihr nämlich hier eine Übersicht. Es ist zwar alles auf Englisch, glaube ich, aber ihr habt hier eine Übersicht, wo ihr denn bestimmte Rezepte bekommen könnt. Hier seht ihr das nochmal. Sowas zum Beispiel, wie ihr sowas oder gerade am Anfang braucht ihr wirklich Resistenzen. Und wie ihr dann solche Rezepte hier bekommt, da habe ich natürlich auch einen Link für euch. Hier Movement Speed 1 bekommt ihr in den Caverns, Spell Damage 1 in den Ancient Pyramid, das ist der Endgegner vom Akt 2 und so weiter und so fort. Könnt ihr euch mal durchlesen, falls ihr da irgendwas Bestimmtes haben wollt, aber meistens kriegt ihr das im Laufe der Story, kriegt ihr schon eine Menge Sachen, die ihr eigentlich braucht, gerade was Resistenzen angeht, physischer Schaden oder Bewegungsgeschwindigkeit, bekommt ihr alles im Laufe der Story eigentlich. Eine letzte Sache will ich noch sagen, und zwar zu den Labyrinthen. Macht die auf jeden Fall so schnell wie möglich. Macht die, wenn euch die Gelegenheit bekommt, wenn ihr die Gelegenheit geboten bekommt, macht die Labyrinthe, denn die Labyrinthe geben euch so einen massiven Schadensboost, dass sich diese paar Minuten, die ihr dafür opfert, wirklich lohnen, um euch dann sogar im Nachhinein Zeit zu ersparen, weil ihr einfach schneller leveln könnt, weil der viel mehr Schaden macht. Natürlich müsst ihr euch vorher raussuchen, was für Ascendancies ihr skillen wollt, um diese Labyrinthe dann ja, auch sinnvoll zu nutzen. Dann habe ich noch einen Bonustipp für euch. Habt Spaß beim Spiel. Es ist nicht alles ein Rennen im Leben. Ihr spielt das Spiel, weil ihr Spaß habt, weil es so ein wundervolles, geiles Spiel ist, weil es so viel Spaß macht, weil es so schön gestaltet ist, so komplex. Da kann man wirklich Stunden, Tage, Monate drin verlieren. Wenn ihr wollt, lasst euch Zeit, habt Spaß am Spiel und dann wird das auch von ganz allein. Leute, das war es mit meiner kurzen Zusammenfassung, mit meinen paar Tipps. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, mein Kanal ist noch ganz am Anfang, würde ich mich sehr über einen Like und ein Abo freuen. Kritik oder Lob in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich bin euer Fibix. Ahoi und ciao. Just to feel ya, cause I need to. No one knows it.